Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 13, die Große Anfrage der Fraktion der Freien Demokraten, digitales Equipment in der Justiz, Drucksache 21964, Drucksache 21478. Es beginnt die Frau Kollegin Marion Schardt-Sauer. Bitte sehr, Marion. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion der Freien Demokraten hat sich mit einer Großen Anfrage bei der Landesregierung erkundigt, wie es um das digitale Equipment in der Justiz bestimmt ist. Eine Vorbemerkung, ein Satz hieraus, der unsere Intention wiedergibt. Die Digitalisierung der Justiz ist für Bürgerinnen und Bürger, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und den Rechtsstaat von großer Wichtigkeit. Alles Weitere nachzulesen in der Antwort Drucksache 21964 und noch etwas mitzugeben. Die neue Landesregierung hat ja noch einige Pläne vor sich. Es gibt noch viel zu tun aus unserer Sicht. Lassen sich einige Stichworte gesagt sein, die sich übrigens heute in einem Praktikergespräch mit den mit Akteuren in unserer hessischen Justiz bestätigt haben, Staatsanwälten, Richter und weiteren. Implementierung der E-Akte, Updates während der mündlichen Verhandlung, vollständige Systemabbrüche, voll der Traum, man ist mitten in der Verhandlung und das System spricht ab. Und man kann keine zweite Akte öffnen. Man meint, die IT ist noch bei der Version 1.0 stehen geblieben. Bei den Videoverhandlungen, oft zitiert und unstrittig als gut befunden, da ist sehr viel zu tun. Fast wie im Kultusbereich werden Medienwegen genutzt, also richtig so reingefahren. Die sind aber noch gar nicht da in allen hessischen Gerichten, obwohl sie ja eigentlich technisch von gestern sind. Man könnte ja fast sagen, es ist besser, wenn sie wegbleiben, diese Videowegen. Sondern es sollte so sein, dass die Verhandlungsräume vor Ort entsprechend standardmäßig für Videoverhandlungen ausgerüstet sind, dass eben nicht ein Videowagen reingeschoben werden muss, dass Richter sich damit befassen müssen oder Richterin, klappt das jetzt, passt der Adapter, die Software dort und das Hardwaregerät, das ist nicht zeitgemäß. Und es war ja so, dass schon vor vielen Jahren, das ist ja auch eine Kontinuität, dass das Justizministerium in CDU-Hand ist, ist ja vieles in Hessen kontinuierlich. Da gab es ja schon einmal eine Ankündigung der Vollausstattung von Sitzungssälen mit Videokonferenztechnik, also nicht Wägelchen, sondern Technik. Die ist leider eingestampft worden. Und von daher für Ihren Aufgabenzettel Videokonferenztechnik höchste Priorität. WLAN. Da haben wir heute gehört, also WLAN in der Realität und der Darstellung, da sind eklatante Lücken. WLAN in Justizgebäuden ist eher ein Witz. Es gibt einzelne Gebäudeabschnitte, wenn man sie gefunden hat, in denen funktioniert das WLAN. WLAN flächendeckend, werte Kolleginnen und Kollegen, das sollte wirklich Pflicht sein. Für die Richterschaft, für die Anwälte, für die Presse, für die Besucher. Wie soll dann, wenn wir das Hindernis E-Akte geschaffen haben, ohne WLAN ein Richter seine Akte öffnen? Vielleicht gibt es eine Antwort von Ihnen. Die Worte des Koalitionsvertrages, ich möchte sie Ihnen ersparen, vorzutragen. Wir wollen an allen hessischen Gerichten und in allen Ecken der Gebäude freies WLAN anbieten. Es wäre schön, wenn vor Ende der Legislatur hier Taten der Landesregierung erfolgen. Und dann noch ein Punkt zum Schluss, der wirklich viele Akteure, und wir können denen zu Dank verpflichtet sein, bis in die Fläche hinein, Gerichte, Staatsanwaltschaften, dort, wo die Arbeit vor Ort, wo der Rechtsstaat auch erlebbar ist für Bürgerinnen und Bürger, und umso wichtiger, dass er entsprechend auch gut erlebbar ist, dass dort die EDV und die Vorortbetreuung stimmt. Und da ist einiges im Argen. Ein kleiner Running Gag. Ich hoffe, Sie nutzen das als Sparpotenzial, Herr Justizminister. In der zurückliegenden Legislatur Ihre Vorvorgängerin, man muss ja zählen, die Ausgabe der Laptops an Referendarinnen und Referendare, das war so ein aktenletzter Befreiungsschlag, verkennen, dass diese Generation schon ihre eigenen Laptops hat.
und der Albtraum in allen Gerichten, weil die müssen gewartet werden, da müssen immer wieder die Updates gefahren werden. Man hört, die sollen wieder neu angeschafft werden. Bitte lassen Sie es sein. Investieren Sie eher in eine gute Vor-Ort-Betreuung des EWV-Systems. Und gute Vor-Ort-Betreuung für all die Dinge, die wir inzwischen dort haben, digitale Ausdrücke, geht es mit dem WLAN, sind genug sozusagen, sind die Videoräume gut ausgestattet, das sollte man nicht irgendwelchen Engagierten on the top drauf tun. Das ist ein oft gemachter Fehler, aber dafür ist EDV, das ist ein so wichtiger Tragpfeiler inzwischen, da muss mehr passieren. Und die müssen auch entsprechend ausgebildet werden. Nicht mit einem Rundmailing, da müssen Angebote gemacht werden. Weil momentan ist es so die Wiedergabe aus der Praxis, und auf die, denke ich, wollen wir alle unbestritten hören, die Wiedergabe aus der Praxis, dass dann sehr oft da technisch sozusagen sehr schnell Grenzen erreicht sind und es werden Tickets an die IT-Stelle und die HZD geschrieben. Die ist aber dann sehr schnell aufgrund Überlastung an die Grenzen, und es dauert dann sehr lange, bis Rückmeldungen kommen. Auch nicht schön für die engagierten Leute, die das vor Ort machen. Den kann man zu Dank verpflichtet sein, aber es sollte entweder ein kennbarer Teil der Beschäftigung sein. Sie sollten entsprechend ausgebildet sein. Wir haben eine Bitte an Sie oder eine Mahnung im Sinne des starken und leistungsfähigen Rechtsstaats, flächend und zeitgemäß wirklich die Justiz auf dem Digitalisierungsweg zu unterstützen. Lassen Sie hier mehr Taten sehen und nicht nur Worte in der Beantwortung von Anfragen. Dann haben Sie die Unterstützung der Freien Demokraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Das Wort hat der Abg. Patrick Schenk, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte bei der Anfrage, aber dann auch bei der Antwort des Herrn Ministers so ein bisschen das Gefühl, dass die Quantität mehr im Vordergrund steht als die Qualität, also sowohl der Fragen als auch dann der gegebenen Antworten. Die Frau Kollegin Schardt-Sauer fordert ja immer sehr viel. Also Sie sehen uns im Grunde genommen schon im 22. Jahrhundert, was die Technik angeht, und verorten uns eher im 20. Jahrhundert. Ich habe manchmal ein bisschen Verständnis dafür, dass nicht alles so schnell geht im Justizapparat. Aber betrachten wir uns mal die eine oder andere Frage im Einzelnen. So heißt es zum Beispiel unter Nummer 8. Da wird die Frage nach den Kosten gestellt für die Bereitstellung von WLAN. Sie sagten es eben. In der Antwort wird lediglich erläutert, wovon die Kosten abhängig sind. Ein numerischer Wert mit Angabe einer Zahl und der Ziffer oder des Wortes Euro, die fehlt. Hätte ich mir vom Minister mal eine Zahl gewünscht. Bei den Fragen 10 bis 12 zur KI hätte es richtig interessant werden können. Aber die sich aufdrängenden Fragen und Antworten blieben nebulös. Zunächst, und das ist eine wirklich spannende Frage, zum angesprochenen No-Code-Prozess. Zum Verständnis. No-Code bezeichnet eine Entwicklungsphilosophie und eine Klasse von Tools, die es ermöglichen, Softwareanmeldungen zu erstellen, ohne dass tiefgehende Programmierkenntnisse erforderlich sind. Also anstatt Code zu schreiben, verwenden Benutzer grafische Benutzeroberflächen, Drag-and-Drop-Editoren und vorgefertigte Komponenten, um Anwendungen zu gestalten und zu konfigurieren. Wir nutzen das hier auch. Dies macht es auch Nicht-Programmierern möglich, komplexe Anwendungen zu erstellen, Automatisierung durchzuführen oder Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Wenn das tatsächlich in Verwaltung und Justiz Einzug hält, und ich sage Ihnen hier ganz deutlich, wir bewerten das seitens der AfD außerordentlich kritisch, stellt sich die Frage nach der Qualitätssicherung und anschließend den damit verbundenen Kosten. Wird es verpflichtende Programmeinsatzverfahren geben? Wer wird diese durchführen? Gibt es ein Vier-Augen-Prinzip? Welche Kosten sind da zu erwarten? Antworten: Fehlanzeige. In
Der Antwort auf Frage 11 erläutert die Landesregierung zwar, welche Bereiche durch den Einsatz von KI entlastet bzw. beschleunigt werden können, um dann allerdings einzuräumen, dass konkrete Zahlen einer dadurch realisierbaren Entlastung bzw. Beschleunigung in entsprechenden Projekten und Pilotierungen ermittelt werden müssten. Ist diese Antwort dahingehend zu verstehen, dass die Landesregierung bisher gar keine Ahnung vom tatsächlich zu erwarteten Nutzen der KI in der Justiz hat? Kaum vorstellbar, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Beantwortung zu Frage 12 spricht die Landesregierung von technischen und rechtlichen Voraussetzungen einer einfachen Nutzbarmachung von KI-Anwendungen. Aus Sicht der Legislative, also von uns hier, stellt sich hier natürlich die Frage, welche rechtlichen Voraussetzungen sind hier gemeint? Die Landesregierung schweigt. Antwort: keine. Was die Fragen 20 bis 23 angeht, so werden zwar relevante Fragen nach den finanziellen, personellen und logistischen Konsequenzen gestellt, doch von der Landesregierung schon in gewohnter Form nicht beantwortet. Die entscheidende Frage für uns ist dabei doch, was kostet die digitale Archivierung pro Akte im Vergleich zur Papierform oder zur Speicherung auf Mikrofilm oder welches digitale Medium Sie auch immer da benutzen wollen. Welche Effizienzgewinne sind durch die eigentliche digitale Archivierung zu erwarten? Wie sicher ist dann das Speichermedium Festplatte im Vergleich zu den genannten anderen Speichermedien? Sie ahnen es. Antworten der Landesregierung? Keine. In den Antworten 24 bis 28 sagt die Landesregierung mit vielen Worten wenig und erzeugt den Eindruck einer mehr oder weniger bewussten Verschleierung. Und ganz zum Schluss gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zum Thema E-Examen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, das wir auch im Rechtspolitischen Ausschuss schon hatten. Wie die Landesregierung in der Antwort zur Anfrage 20.7742 ausführt, werden, und jetzt zitiere ich, sich die voraussichtlichen Kosten für die Durchführung der Aufsichtsarbeiten nach derzeit nur möglichen Schätzungen bei Einbindung eines externen Dienstleisters, der die Hard- und Software sowie das IT-Personal zur Verfügung stellt, für die zweite juristische Staatsprüfung bei ca. 1,5 Millionen Euro jährlich bewegen. 1,5 Millionen Euro jährlich. Für jede digitale Prüfungskampagne der zweiten juristischen Staatsprüfung müssten verteilt auf die bis zu 6 Prüfungsstandorte bis zu 220 Notebooks bereitgestellt und administriert werden. Das macht Judex non calculat, aber das können Sie sich dann vorstellen, das macht bei 220 Laptops ca. 7.045 Euro pro Laptop und Jahr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das erscheint doch etwas unverhältnismäßig, wenn ich daran denke, dass ganze Generationen vor uns bisher die Arbeiten mit der Hand geschrieben haben. Nachdem ich die Antworten gelesen habe, bleibt für mich hängen, für den Fragesteller wie für den Antwortenden, also das Justizministerium, stand Quantität vor Qualität. Die Masse machte es bei dieser großen Anfrage. Ich sage, das wird die Digitalisierung in der Justiz, die wir dringend brauchen, nicht voranbringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schenk. Das Wort hat der Abgeordnete Holschuh, SPD-Fraktion. Rüdiger, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank an die Liberalen für das Stellen der Großen Anfrage. Das gibt immer mal die Möglichkeit, so einen Sachstand auch festzuschreiben. Und ich glaube, das ist zwar nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger. Und das muss man von Zeit zu Zeit machen, um wirklich auch beurteilen zu können, wir alle beurteilen zu können, wo wir stehen in so einem komplexen Prozess, wie die Digitalisierung einer ist, der in Verwaltung eingeführt wird. Die Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz stellen, glaube ich, bisher eine der größten Veränderungen in der Justiz dar. Und was mich bei dem Lesen der Großen Anfrage schon so ein bisschen
ja, nicht gestört hat, aber das hat so ein bisschen den Duktus gespürt. Ihr habt doch normalerweise als FDP immer digital first, Bedenken second, aber das ist irgendwie so getragen von Bedenken only. Also man hat in jeder Frage eigentlich so dieses, so eine Unterstellung drin gehabt, es läuft ja alles überhaupt nicht und jetzt müssen wir mal nachfragen, dass das so ist. Ich glaube, und ich habe einen ganz anderen Schluss daraus gezogen, das will ich vielleicht in den nächsten 5 Minuten auch mal an der einen oder anderen Stelle auch noch mal deutlich machen. Die Einführung der E-Akte ist besonders anspruchsvoll. Das ist voll eine Zwischenfrage, oder? Ja, gerne. Ich bin immer dazu. Immer. Das ist sehr nett, Herr Kollege Holschuh, dass Sie meine Aufgabe übernehmen. Aber ja, das ist schon in Ordnung. Du bist ja ein netter Mensch, du bist ja aus dem Odenwald. Bitte sehr, Frau Kollegin. Ja, ich finde es ausgesprochen kollegial. Also ich hatte das Gefühl, der Präsident hat irgendwie in eine andere Richtung geguckt, was ich mir gar nicht erklären kann. Vielen Dank fürs Zulassen. Frau Kollegin, der Präsident guckt immer in alle Richtungen. Kurze Frage. An welchen Fragen machen Sie die Bedenken, die Sie verspürt haben, konkret fest? Das will ich jetzt in den nächsten 5 Minuten in dieser Rede natürlich auch darstellen, ganz klar. Und dass Sie sich gemeldet haben. Ich bin 20 Jahre Kreistagsvorsitzender im Odenwald. Vielleicht habe ich deshalb diese Funktion dann sofort übernommen. Das könnte natürlich der Fall sein. Natürlich haben wir bei Einführung der E-Akte, und ich glaube, wir haben uns da in der letzten Legislaturperiode sehr intensiv hier damit auseinandergesetzt, wie diese Einführung am Anfang eben auch nicht geklappt hat. Ja, das war schon auch sehr diskutabel, und wir haben uns da auch sehr immer wieder den Finger in die Wunde gelegt hier im Parlament, um diesen Prozess hinzubekommen. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit ist viel passiert. Wir haben damals die Ministerin gewechselt, glaube ich, auch in dem Bereich. Wir haben dann eine gute Nachfolge bekommen. Wir haben dort etwas entwickelt in dieser Zeit, die wirklich zielführend war, und man spürt es auch. Ich war vor kurzem auch bei meinem Amtsgericht in Michelstadt, habe mich dort mal kundig gemacht, weil das ist natürlich das eine, immer mit den Verbänden zu reden, aber es ist auch mal ganz sinnvoll, mit denen zu reden, die das vor Ort entsprechend umsetzen müssen und angreifen müssen. Und da war die Stimmung eine ganz andere. Die Stimmung war gut, die Leute gehen mit den Möglichkeiten dort um, und das ist genau, glaube ich, der Knackpunkt bei jeder Digitalisierung. Ohne die Menschen funktioniert es nicht. Wir sehen das immer sehr technisch. Wir versuchen da immer mit allen möglichen Fachbegriffen uns nach außen hin darzustellen, wie schlau wir alle sind. Aber ich glaube, am Ende müssen es die Menschen vor Ort umsetzen. Und ich habe lange in Verwaltung gearbeitet. Und es waren immer Prozesse, die die Menschen einfach mitbegleiten müssen. Und sie haben immer Leute auf dem Weg, die sie dabei verlieren, die Digitalisierung nicht mitmachen möchten. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Leute, die sich toll da reinfinden und mehr machen, als sie eigentlich machen müssten. Und diese zusammenzubringen, die einen nicht zu verlieren und die anderen zu nutzen, das Fachwissen zu nutzen, das Engagement zu nutzen, das ist die Aufgabe. Und ich glaube, das funktioniert im Moment in der Justiz, in den Verwaltungen, in den Amtsgerichten, in den Sozialgerichten, überall. Und natürlich hakt es auch noch an manchen Stellen. Das ist immer so. Jeder, der zu Hause mal ein Programm installiert hat, und wenn es das Einfachste war, weiß das, wie schwierig das manchmal sein kann. Also von daher, ich mag den Begriff nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber das ist bei Digitalisierung immer so. Es wird nie abgeschlossen sein, sondern es wird immer ein Weg sein, es wird immer Veränderungen sein. Und wenn wir von KI gesprochen haben, habe ich schon Angst, wenn in 10 Jahren jemand unsere Debatte verfolgt und denkt, was haben denn die damals von KI erzählt? Wir haben noch gar keine Ahnung gehabt. Ja, so wird es wahrscheinlich sein, weil dieser Prozess auch ein unglaublich dynamischer ist. Und natürlich kann auch die Verwaltung noch keine Antwort geben, wie sich KI in den nächsten Jahren in allen Bereichen der Justiz entwickeln wird. Natürlich nicht. Das ist ja der Sinn von KI, dass man da eben Möglichkeiten schafft, der Auswertung Menschenarbeit vereinfacht, aber auf der anderen Seite am Ende immer auch einen Mensch sitzen hat, der die Entscheidung und den Blick drauf wirft und nicht der KI die Entscheidung überlässt, sondern das müssen nach wie vor die Menschen in der Justiz tun, die Fachleute in der Justiz tun. Die Digitalisierung geht natürlich weit über E-Akte und KI hinaus. Wir haben die Systematik angesprochen rund um das Video. Ja, da, wo es noch nicht möglich ist, dann fahren wir halt noch einen Wagen rein, aber es funktioniert.
Ja, das ist doch der erste Schritt, auch so etwas anzuwenden. Und natürlich kann man auch die baulichen Veränderungen nicht eins zu eins von heute auf morgen umsetzen. Das geht nacheinander, und es wird dort gemacht, wo es sinnvoll ist, wo man es schnell umsetzen kann. Und so wird am Ende dann auch überall die Möglichkeit sein. Das geht ja aus der Anfrage auch hervor, dass man auch dort natürlich nicht eins zu eins von heute auf morgen umschalten kann und es funktioniert alles, sondern die Technik läuft. An allen Gerichten ist es möglich, Verhandlungen per Videokonferenz abzuhalten. Und das wäre vor 2-3 Jahren noch undenkbar gewesen. Einen weiteren Bereich, den ich ansprechen möchte, ist auch schon einmal kurz angesprochen worden, ist der Bereich der Ausbildung. Auch da haben wir, glaube ich, in der Antwort zu der Großen Anfrage viele Punkte gesehen, dass sich da unglaublich viel tut im Bereich der Ausbildung, insbesondere bei den Justizmitarbeitern, bei den Ausbildungsstätten für Rechtspfleger, für die, was habe ich mir noch aufgeschrieben, ja, die Gewinnung der Mitarbeiter. Dort haben wir einiges jetzt auf den Weg gebracht, sodass es auch ein attraktiver Beruf ist und im Wettbewerb steht natürlich im Markt der Arbeitskräfte, der Fachkräfte. Und da gehört es heute dazu, einen digitalen Arbeitsplatz anzubieten. Und auch da funktioniert es im Moment sehr, sehr gut. Was mir besonders wichtig ist im Bereich der Digitalisierung, ist immer, was haben denn auch die Menschen davon? Und ich glaube, auch hier passiert dadurch viel, wenn ein Beruf sich digitalisiert und natürlich dann auch verschiedene Möglichkeiten da sind, den mobiler und flexibler zu gestalten, dann kann man natürlich auch, und das ist uns auch als SPD besonders wichtig, eine gute Arbeit anbieten, eine flexible Arbeit anbieten. Man kann das Privatleben besser mit dem Beruf zusammenbringen, und auch das macht insgesamt den ganzen Bereich attraktiver. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Schluss kommen, das Fazit davon: die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz werden alle Lebensbereiche verändern und natürlich auch die Justiz. Wir werden große Herausforderungen immer wieder hier auch in den nächsten Jahren diskutieren. Und wir müssen uns auf diese Herausforderungen einstellen. Wir müssen den Datenschutz insbesondere da auch weiter mitentwickeln und immer mitdenken. Wir dürfen uns nicht blind auf die KI-Ergebnisse verlassen. Die Entscheidungsprozesse müssen stets überwacht werden, geprüft werden und sichergestellt werden, dass der Einsatz der neuen Technologien auch entsprechend Sinn macht und auch der Justiz nützt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und der Verwaltung wünsche ich alles Gute bei dem weiteren Prozess der Einführung der Digitalisierung. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Holtschuh.